So Leute, es geht weiter mit The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ich habe ein bisschen was gemacht, wir sind wieder auf der Terra-Insel, aber ich habe uns das Herzteil von Vater Orca oder Vater Orko geholt, von diesem Schwertiny-Typen. Wir mussten den nicht 300 Mal treffen, sondern 500 Mal. Ihr seht es aber auch an meiner Rubinenanzahl, ich habe 200 Rubine mehr als zum Ende des letzten Parts, weil ich habe den einfach 1000 Mal geboxt. Das habe ich euch natürlich erspart, damit ihr das nicht durchmachen müsst und mir dazu gucken müsst, wie ich den einfach 1000 Schwerthiebe verpasse. Weil das ist ja halt einfach mega lame. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Wir wollen uns auf den Weg zum zweiten Dungeon machen, haben aber da noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen ja erstmal wieder diese Vorgeschichte machen. Dann tun wir das auch mal und gehen gleich mal in die Nähe vom zweiten Dungeon. So, nach dem zweiten Dungeon, das wird jetzt mit diesem und dem nächsten Part stattfinden. Dann, nach den nächsten beiden Parts, jetzt diesen und dem Dungeon-Part dann, werden wir uns die restlichen Herzteile und Schatzkarten holen. Bevor es dann zum Boss geht, also wir haben dann einiges zu tun, aber mehr dazu später. Jetzt geht's erstmal hoch. Gucken wir nochmal, ob der Briefkasten wackelt. Nope. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir müssen nach Norden, also nach da. So, auf geht's. Ich wollte eigentlich nicht das Segel einziehen, sondern springen. So, da könnten wir uns noch einen Schatz holen, der wird aber ziemlich nutzlos sein. Der ballert schon. Habt ihr das gesehen? Der ballert natürlich schon auf uns. Ach nee, das war der Fisch. Okay. So, hier brauchen wir noch ein anderes Item. Brauchen einmal den Hammer. Ey, Spasti. Nice, geschafft. Okay, los geht's. Du hast die Hymne des C4-Gottes erlernt. Bist du der neue Held? Ich bin Frodo vom Volke der Kokiri. Vielleicht sehe ich nicht so aus, aber ich bin ein Weiser, jawohl. Ich habe hier gebetet und gebetet, um dem Masterschwert die Stärke zu geben, alles Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Aber ich wurde von Ganondorf angegriffen und bin zu dem geworden, was du jetzt vor dir siehst. Du möchtest dem Schwert wieder zu seiner alten Stärke verhelfen, nicht wahr? Um dies zu bewerkstelligen, musst du jemanden finden, der das gleiche Instrument spielt wie ich und ihm das Lied von vorhin beibringen. Dann wird diese Person sofort begreifen, dass in ihr das Blut eines Weisen fließt. Der Taktstock, den du da bei dir hast, wurde früher dazu benutzt, uns Weise zu dirigieren und den Göttern ein gefälliges Konzert darzubieten. Damals hat ihn immer der König höchstpersönlich geschwungen und das Konzert dirigiert. Bitte richte dem König aus, dass ich immer noch auf meinem Instrument spiele, und zwar verborgen hinter den Wolken, ruhend im Blauen des Firmaments. Durch das Instrument wissen wir ja schon, wen wir holen müssen. Das ist wieder so ein kleiner Hint, dass die
Koroks hier Kokiri waren früher, weil das Blut des Weisen muss ja in einem Nachfolger von einem Kokiri fließen. Und jetzt wisst ihr Bescheid, die Crocs bzw. Koroks, die Kokiri haben sich dadurch, dass Hyrule überschwemmt wurde, in ihre derzeitige Form verwandelt. Die Koroks oder die Crocs sind Kokiri eigentlich. So, das heißt aber, ihr wisst, wo wir hin müssen, nach Tantopia. Wir könnten ja jetzt erstmal nochmal was anderes machen. Ich muss den Part hier eh irgendwie ein bisschen füllen. Der soll ja jetzt nicht nur 10 Minuten gehen oder sowas. Wir geben mal die ganzen Fotos ab, die wir hier haben. Falls es wie gesagt geht, weil ich bin mir da relativ unsicher, ob man das auf dem Emulator schon vervollständigen kann. Ich glaube ja nicht. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht herausfinden, weil die Mini-Tendo-Galerie zu füllen, bringt nichts zu den 100%. So, aber geben wir ihm einfach ein paar Fotos. Hier. Falsch. Nee, ich möchte die eigentlich... Wie öffne ich nochmal das Album? Ach so, hier. Ja, komm. So, ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr. Es klappt halt wirklich sehr, sehr gut bis jetzt. Ich hab noch mehr, Kumpel. Ja, der hat diesmal geklappt, ne? Nur der da oben nicht. Okay, der klappt immer noch nicht. So, mehr haben wir nicht. So, wir haben alle Fotos so soweit abgegeben, die wir abgeben können. Wir könnten die Mini-Tendo-Galerie auch voll machen, aber das werde ich nicht tun. Das dauert viel zu lange. So, komm, gib Gummi, Link. So, jetzt brauchen wir gleich wieder den hier. Ihr seht es wahrscheinlich schon. Werter Freund Train, es ist schön, dich nach so langer Zeit wiederzutreffen. Es spricht für dich, dass du mich so ohne weiteres hier in meinem kleinen Versteck gefunden hast. Wie? Was ich hier mache? Ich habe hier das Stück geprobt, das ich nächstes Jahr bei der Zeremonie spielen will. Wenn die anderen das schon vorher hören würden, wäre das doch langweilig, findest du nicht? Was? Man kann es von draußen überdeutlich hören? Ach so, ich war mir sicher, das Rauschen des Wasserfalls würde es übertönen. Ich werde von nun an leiser proben. Danke. Das war voll useless. Aber das ist doch ein Taktstock. Dann bist du also ein Dirigent-Train? Das ist ja fantastisch.
Dann wirst du mich also ein wenig dirigieren? Welches Stück spielen wir denn? Ich kann es kaum erwarten. Was ist das nur für ein seltsames Gefühl, das mich da umfängt? Beinahe so, als würde ich dieses Stück kennen. Werter Freund Train, dank dem heiligen Lied, das du mir überbracht hast, wurde mir meine Bestimmung als Weiser des C4-Tempels ins Bewusstsein gerufen. Meine Aufgabe ist es, das Masterschwert, das du mit dir führst, wieder zu seiner alten Stärke erwachen zu lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Bitte geleite mich zum C4-Tempel, werter Freund Train. Schon aus dem Grund, damit mein Vorfahre in Frieden ruhen kann. Gut, auf geht's, aber ich muss den Part jetzt leider irgendwie noch ein bisschen füllen, bevor wir da hingehen. Weil ich werde den jetzt nicht anfangen, den Dungeon, das würde viel, viel, viel zu lange dauern. Ich weiß aber schon, mit was wir den ein bisschen füllen können. Mit ein bisschen Resterampe in Portemonnaie. Wir haben da noch ein bisschen was zu tun. Und das erledigen wir jetzt mal auf die Schnelle. Also viel ist es halt nicht mehr. Wir können hier noch was holen und den Leuchtturm anzünden. So, Makorus wartet schön auf uns. Ach, habe ich nicht sogar noch einen Brief? Den ich abgeben muss und das nicht gemacht habe? Ja, habe ich. Tatsächlich. Chakabam. Babam. Von hier aus ist es nicht weit bis zum Postbotenhaus auf Draconia. Deswegen beträgt die Zustellgebühr 5 Rubine. Ist Ihnen das recht? Durchaus. Ihre Sendung wird zugestellt. Bitte beehren Sie mich bald wieder. Danke. Danke, du Spast. So, das müssten wir auch noch erledigen. Haben wir hier schon einiges geholt, ne? Ja, aber es fehlt immer noch was. Sieh doch nur, mein Freund. Mein Warensortiment ist bereits überaus beachtlich. Dank dir kommt jeden Morgen der Postbote und bringt mir Waren von den fliegenden Händlern. Jetzt kann sich mein Stand aber wirklich sehen lassen und auch ich bin mir jetzt meiner Berufung als Händler wieder ganz sicher. Dir ganz allein verdanke ich meinen prächtigen Stand. Ich will mich wirklich erkenntlich bei dir zeigen. Eigentlich ist es ja mein großer Schatz und kommt gleich nach dem Kapuzenmantel, aber bei einem Dankesgeschenk an dich will sich Susunari nicht lumpen lassen. Oh, damit haben wir sogar schon die magische Barriere gekriegt. Das heißt, wir haben die Tauschquest schon beendet. Mit Hilfe deiner Rubine erzeugst du eine Barriere, die dich vor Angriffen deiner Gegner schützt. Du zahlst erst, wenn du Schaden erleidest. Benutze sie, indem du sie im Item-Menü auf bla bla bla, ja. Als ich von meiner Heimat hierher kam, war es das einzige Besitztum, das ich mit mir nahm. Es ist ein absolutes Unikat, das es vermag, dich dank einer geheimnisvollen Kraft vor Gefahren zu schützen. Selbstverständlich auch auf See. Schütze dich also damit und finde wieder fliegende Händler für mich, auf das mein Warensortiment noch vielfältiger werde. Allerdings habe ich dann leider nichts mehr, das ich dir geben könnte. Also es fehlen uns auf jeden Fall noch, ich glaube, 2 Stück. Hey du! Du stehst da am Weg! Verschwinde, na los! Ups! Entschuldige, das war unverschämt. Ist wohl die Macht der Gewohnheit. Tut mir wirklich leid. Willkommen, willkommen! Ich begrüße dich ganz herzlich bei unserem berühmten Marktstand von Portemonnaie. Nice. So, jetzt aber erstmal zu der Lehrerin. Da haben wir ja noch was abzugeben. Nee, das war's nicht. Auch nicht hier. Das hier. Oho, du bringst mir also wieder Glücksamulette? Wie ich sehen kann, hast du gerade 22 Glücksamulette bei dir.
Dass ein Junge wie du mir gleich so viele schenkt, das kann ich kaum fassen. Ich bin ja so gerührt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das wahre Glück, es muss dieses Gefühl sein, das ich gerade verspüre. Ich nehme mir dann mal die 20 Stück, damit ist mein Glück wirklich komplett. 20 ist sowieso meine Glückszahl. Wie versprochen will ich dir ein fantastisches Geschenk machen. Strecke deine Hand aus und werde auch du glücklich. Du hast die Urkunde des Anwesens erhalten, die brauchen wir. Das Papier ist schon ein wenig vergilbt, das Schreiben scheint also bereits etwas älter zu sein. Tada! Ich habe da nämlich dieses Anwesen im Süden, aber in letzter Zeit komme ich da gar nicht mehr hin und deswegen habe ich beschlossen, es dir zu schenken. Aha, tja, da bist du sprachlos, mein Junge, nicht wahr? Mit dieser Urkunde wird das Anwesen auf deinen Namen übertragen. Ist das nicht fantastisch? Ich hoffe, du wirst glücklich damit. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und weite Schiffsreisen sind mir inzwischen zu strapaziös. Ich genieße es weit mehr, meine Zeit hier mit den Kindern zu verbringen. Es liegt von hier aus im Südosten und zwar auf einer kleinen abgelegenen Insel, gar nicht weit weg von der Triangelinsel. Von nun an soll es ganz dein privates Herrenschloss sein, also musst du es auch selber finden. Aber sag niemandem etwas davon, ja? Haben wir schon gefunden. Ist useless. Oh, hier sind die beiden. Die sind wohl immer noch ein paar. Dann, das läuft ja dann bei denen richtig gut. Danke, ich würde da gerne rauf. Yes! Link, kletter da. Nein! Ach du Lappen, Alter! Dankeschön. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall gleich den Pfeil und Bogen. Okay, das geht schon mal nicht. Ich würde das gerne anzünden, also wirklich. Geht nicht, ich komme da einfach fucking nicht ran. Ich möchte das gerne lesen. Gebieter des Feuers, bringenden Bogens, aus der Ferne wirst du zu uns kommen und das Licht des Leuchtturms wieder auferstehen lassen. Dann wird er das nächtliche Meer erläutert mit seinem sanften Schein erhellen. Prophet J.L. Darkhord. Danke. Die Frage, von wo soll man das Ding denn bitte anzünden, Alter? Es gibt hier ja sonst nichts. Tja, und jetzt? Das ist jetzt ein sehr gutes Rätsel. Ich begreif's halt einfach nicht. Kleinen Moment, da google ich jetzt mal. Ich will euch nicht zu Tode langweilen. Bevor ich hier irgendwas falsch mache. Da habe ich nämlich gar kein Bock drauf. Wind Waker. So, sag mal.
Nee, das sagt mir schon mal gar nichts. Ernsthaft? Aber das dreht sich ja leider gar nicht. Der Leuchtturm sollte sich eigentlich drehen. Deswegen kann ich da auch nicht reinschießen. Oder er dreht sich... Moment mal. Ich glaube, ich bin ein Trottel. Vielleicht dreht es sich nur bei Nacht. Jetzt höre ich auf jeden Fall was. Dann testen wir es mal aus. Ich bin halt ein richtig dämlicher Vollidiot. Uff. Ja, so kann man den Part auch füllen mit irgendwelchen Blödeleien. Ja, das hätte ich mir auch sparen können. Auf, komm, kletter doch rauf. Oh, du dämlicher Spast, Alter. Och, Link! Was machst du, Lappen, denn? Kletter doch auf die Scheiße rauf, Alter! Ich raste aus, ne? Ich raste so aus! Was soll dieser Dreck? Oh, Link! Brudi, Alter, bist du schlimm! Und dahinter komme ich halt aber auch einfach nicht. Kletter doch! Ach, jetzt reicht's mir. Komm, fuck it. Gehen wir halt den langen Weg, weil Link dieser Trottel nicht darauf klettern will. Ist ja richtig an... Oh nein, ich will nicht mit dir reden. Nein, wir haben das Herzteil bei dir schon. Ich muss das Spiel offscreen aber eh nochmal machen. Oder ihr schreibt mir das in die Kommentare, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir das Herz oder die Schatzkarte haben. So, jetzt müsste er sich aber drehen. Ja. Na! Ah. Nice! So, wir brauchen einmal, deswegen habe ich jetzt mal auf Pause gedrückt, wir brauchen einmal das hier. Ja gut, das war super schlecht. Das sollten wir schaffen, easy sogar. Perfekt. So, mal gucken, was in dieser Truhe drin ist. Ah, dann kann ich euch auch gleich noch was zeigen, bevor wir uns dann endgültig auf zum C4-Tempel machen.
Und wer? Ja, nice, Diggi. Neues Herzteil, super. Oh, der Briefkasten wackelt. Jetzt kommt aber alles Schlag auf Schlag. Guten Abend, ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Danke. An das Vorbild meines Sohnes. Ich danke dir, dass du dich so für meinen Sohn einsetzt. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber bitte nimm das kleine Geschenk an, das ich dem Brief beigelegt habe. Es kommt von Herzen. Bitte sei mein Sohn auch weiterhin ein so gutes Vorbild. Mit herzlichen Grüßen, Beits Mutter. Noch ein Herzteil, geil. Hier ist Ihr zweiter Brief. Der Brief ging per Nachname. Es macht 10 Rubine, ist Ihnen das recht? Aber ja. Tag, habe die Ehre, Chef. Vielen Dank für alles im Postbotenhaus. Seit damals gebe ich ständig mein Bestes, aber 22 Briefe sind für mich das Äußerste. An dich komme ich einfach nicht ran, Chef. Neulich habe ich von deinem Abenteuer gehört. Mann, war ich beeindruckt. So beeindruckt, dass ich gleich diesen Brief schreiben musste. Ich muss echt sagen, du bist ein Wahnsinnstyp. Was du da machst, das kann man nur alle Hüte dieser Welt vor dir ziehen. Ich würde ja gerne etwas tun, um dir beizustehen, aber ich fürchte, außer diesen Brief zu schreiben, bleibt nicht viel. Drum packe ich zumindest ein paar Durchhalteparolen hier rein. Ich hoffe, die spornen dich in harten Zeiten ein kleines bisschen an. Hau rein, Chef. Gib nie klein bei, Chef. Du bist der größte Chef. Außerdem habe ich noch etwas von meinem Lohn beigelegt. Viel ist es nicht, aber gib es bitte ohne Reue aus. Bitte sei nachsichtig, dass ich diesen Brief per Nachname geschickt habe, aber ich bin mir sicher, du kannst es dir leisten. Hochachtungsvoll, dein Beit. Geil, wir mussten 10 Rubine nutzen. Wir kriegen also 10 Rubine. Danke, Byte. Für gar nichts. Du dämlicher Spast. Lasst mich kurz gucken. Genau, ich wollte euch noch das zeigen. Ah, Moment mal. Kisch, kisch. Schleich dich. Verfolgen wir sie mal. Keine Angst, wir werden heute noch zum Zephyr-Tempel gehen, auch wenn der Part dann ein bisschen länger geht. Wir sollten nicht zu nah ran. Wenn sie uns sieht, dürfen wir diese Scheiße müssen wir halt sowieso machen. So, jetzt heißt es warten. Warten. Och, scheiße. Wer ist da? Ich glaube, wir haben Glück gehabt noch. Ja. Noch haben wir Glück gehabt, weil Link einen Miauen gemacht hat. Sehr gut. Himmel, was bin ich erschrocken? Was soll das? Beinahe wäre mir das Herz stehen geblieben. Warum tust du sowas? Siehst aus, als könntest du kein Wässerchen trüben, aber stellst dann schamlos einer Dame nach. Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Für einen Streiter der Gerechtigkeit natürlich. Wie? Ja, das sieht man gleich. Du bist wahrhaftig ein Streiter für die Gerechtigkeit. Und ich bin übrigens kein Dieb. Außerdem habe ich ja noch nichts gestohlen. Bitte lass mich laufen. Es war nur eine Gelegenheitstat. Dein Schweigen sagt mir, dass du wütend auf mich bist, nicht wahr? Darf ich es dir erklären? Dann leg mal los. Glaub es oder glaub es nicht, aber ich war früher das vornehmste Mädchen der Stadt. Eines Tages aber wurde ich von diesem riesigen Vogelungetüm in die verwunschene Bastion, diesem schrecklichen Ort, verschleppt. Und mein Vater hat alles Geld, das er besaß, auf meine Rettung verwendet. Ja, er hat sein letztes Hemd gegeben, damit ich freikomme.
Und seitdem leben wir in Armut. Ich arbeite von früh bis spät an diesem Stand hier, aber wieder reich werde ich davon auch nicht. Du siehst ja, wie ärmlich ich gekleidet bin. Und was sagst du zu meiner Tragödie? Du hast mein Mitgefühl. Und dann ist auch noch Dolores, die ärmste Kirchenmaus dieser Stadt, auf einmal steinreich. Weiß der Kuckuck, wie die das angestellt hat. Da kann man es mir doch nicht verdenken, wenn ich sauer werde und mir mal ein paar Boshaftigkeiten herausnehme, oder? Verstehst du, was ich sagen will? Kein blassen Schimmer. Hahaha. Tut mir leid, das war wohl ein bisschen zu schwierig für ein Kind. Ja, du hast recht. Ich weiß selber, dass alles, was ich sage, nichts weiter als Vernunftreiterei ist. Armut schwächt nicht nur den Geldbeutel, sondern auch den Charakter der Menschen, nicht wahr? Ab heute kommen mir jedenfalls keine Ausreden mehr über die Lippen. Ich danke dir. Dank dir habe ich gerade nochmal die Kurve gekriegt und bin nicht zu einem Dieb geworden. Jedenfalls werde ich so etwas nie wieder tun. Puh, ich fühle mich irgendwie wirklich erleichtert, weil ich mit dir über alles reden konnte und mir jetzt eine Last von meinen Schultern genommen ist. Zum Dank will ich dir ein kleines Geschenk machen. Oh, eine Flasche kriegen wir, geil. Nun schau doch bitte nicht so zweifelnd. Die habe ich nicht gestohlen. Ich habe sie am Strand gefunden, wo sie wohl angespült wurde. Es ist eine kleine, durchsichtige Flasche aus Glas. Wunderschön, findest du nicht auch? Ich wünsche, dass mein Herz auch einmal so wird. Ha, aber was rede ich denn da eigentlich? Kaum lebt man im Armut, schon drischt man ungeniert die ausgelutschtesten Phrasen. Ich sollte mich schämen. Aber wenn ich nicht bald heimgehe, dann macht sich mein Vater noch Sorgen. Mein kleiner Streiter für die Gerechtigkeit. Es müsste mehr Leute wie dich geben. Danke, danke für alles heute Nacht. Tja, das hätten wir geschafft, nice. So, aber es gibt noch was zu tun, bevor wir in den C4-Tempel gehen. Das wollte ich euch nämlich noch zeigen. Und dann geht's in den C4-Tempel. Wir sind eh schon wieder zu weit über der Zeit. Train, wusstest du, dass heute ein wahrlich denkwürdiger Tag ist? Heute vor langer, langer Zeit auf meiner unermüdlichen Mission, alle Geheimnisse der Fotografie zu ergründen, habe ich mein erstes legendäres Lichtbild gemacht. Ein legendäres Lichtbild ist ein Bild, auf dem ein Motiv zu sehen ist, das nicht von dieser Welt ist und die Vorstellungskraft der Menschen weit, weit übersteigt. Nur selten bieten sich Gelegenheiten für solch transzendentale Schnappschüsse, doch könnte ich mich wohl kaum ein Fotomeister nennen, hätte ich nicht eine stattliche Anzahl solcher grandioser Lichtbilder. Übrigens, Train, da du dich ja auch ganz und gar wie ich der Fotografie verschrieben hast, wäre ich durchaus bereit, dir generös eines meiner legendären Lichtbilder zu überlassen. Falls du also noch Platz für ein Lichtbild in deiner Fotobox Deluxe hast, reich sie mir doch mal bitte kurz. Okay, wie mache ich das? Ich will euch das unbedingt zeigen. Die legendären Lichtbilder, ich habe das glaube ich schon mal erklärt, sind Bilder von Figuren für die Mini-Tendo-Galerie, die ihr nicht im Spielverlauf machen könnt. Wie jetzt, ein Lichtbild von Ganondorf könnt ihr nicht machen. Ihr könnt ein Lichtbild von Tetra, glaube ich, nicht machen. Und von Jabu oder sowas, wo es halt euch nicht möglich ist. Also dann, ich werde dir sogleich das Lichtbild in deine Fotobox speisen. Nun ja, unter einer klitzekleinen Bedingung, die ich noch zu erwähnen vergaß. Immerhin handelt es sich um eine beispiellose Rarität. Das kann natürlich nicht ohne einen kleinen Obolus vonstatten gehen. 150 Rubine muss dir das schon wert sein. Einmal machen wir das. Hoho, besten Dank. Na, dann wollen wir doch mal. So, das war's. Du hast das legendäre Lichtbild für deine Fotobox Deluxe erhalten. Aber eigentlich ist für mich jeder Tag ein denkwürdiger Lichtbild-Gedenktag. Ich erwarte dich also morgen wieder. Die legendären Lichtbilder entscheiden sich nach der Form des Mondes, nur damit ihr da Bescheid wisst. Also, je nach Mondform bekommt ihr ein anderes Lichtbild. Wir haben jetzt, glaube ich, Vollmond, genau. So, was hat er uns gegeben? Da, er hat uns ein Bild von Ganondorf gegeben. So, das müsste eigentlich alles gewesen sein, was ich zeigen wollte, oder? So, wollte ich noch irgendwas zeigen? Nee, ich glaube nicht. Auf geht's zum C4-Tempel. Wir haben genug hier rumschwadroniert. So. Dann brauchen wir die Fotobox schon mal nicht und... Wir haben im Portemonnaie noch nicht alles erledigt. Eine Nebenquest gibt es hier, glaube ich, noch zu tun.
Die holen wir uns aber später. Also, wir holen uns eh alles, nachdem wir den C4-Tempel durch haben. Aber nicht mehr jetzt. Auf zum C4-Tempel, weil der Part geht schon wieder lange genug. Das wird wieder so ein 40-Minuten-Part. Und sowas hasse ich ja. So, gleich sind wir da. Da sitzt er. Unser kleiner Makorus, Alter. Train, genau wie es mit Medoli der Fall war, verfügt bestimmt auch Makorus über irgendeine besondere Fähigkeit. Es ist deine Aufgabe, diese an den Tag zu bringen. Haltet zusammen und helft euch gegenseitig, dann werdet ihr auch die Strapazen dieses Tempels überwinden können. Da bin ich mir sicher. Oh, Makorus ist so ein... Der ist so knuddelig. Ich mag den voll gerne. So, los geht's. C4-Tempel. So, aber hier beende ich jetzt den Part. Im nächsten Part, der wird wieder lang, werden wir den C4-Tempel auseinandernehmen und uns holen, was hier drin ist. Ich bedanke mich bei euch für diesen etwas vielleicht langweiligen Part, aber ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Zelda-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Bis dann!